So, hallo, guten Morgen miteinander. Mein Name ist Simone Wörth und ich darf Sie heute durch das Programm begleiten. Wir fangen jetzt auch gleich an. Es werden noch ein paar Teilnehmer wahrscheinlich eintrudeln, aber wir fangen jetzt trotzdem an, um im Zeitplan zu bleiben. Ich würde Sie gerne bitten, Ihre Mikrofone gemutet zu lassen und Ihre Kameras deaktiviert zu lassen. Und falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Chat schreiben. Wir werden nach beiden Fachvorträgen genug Zeit haben, alle Fragen beantworten zu können. Genau. Natürlich würde ich Sie erstmal herzlich willkommen heißen vom gesamten Bosch Engineering and Production Service Team. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und wir würden genau direkt auf die Agenda blicken. Als ersten Punkt haben wir den Bernd Feierabend. Er wird Ihnen jetzt einen kurzen Einblick in die Abteilung geben, was wir machen, wer wir sind und danach werden wir in die Fachvorträge übergehen. Bernd, das Wort gehört jetzt dir. Sehr gut, Simone, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Bernd Feierabend, wie die Simone schon gesagt hat. Ich bin der Verantwortliche für Bosch Engineering Production Services. Bin seit rund 30 Jahren bei Bosch im Produktionsumfeld tätig. Habe hier viel Erfahrung in der Automobil-, Elektronik- und Maschinenbauindustrie sammeln können. Es kommen immer noch Gäste rein. Einen Moment. Während dieser Zeit, kann man sagen, drei Dekaden, wenn ich so zurückblicke, auch die ganze Transformation, die Veränderung in der Arbeitswelt zum Erleben dürfen. Und das ist eigentlich das super Spannende, weil wir, wenn ich zurückblicke, sagen wir so in jeder Dekade Fokusthemen hatten. Denken wir zurück an die 90er, da hatten wir das Thema Automatisierung als das große Thema, den großen Treiber für die Produktivität, die Deutschland AG, die damals in aller Munde war, die ersten Ansätze in die Globalisierung, wo man unsere Technologien aus Deutschland heraus, aus der Industrie der deutschen Wirtschaft raus in die Welt getragen hat. Dann in den Nullerjahren, so das Thema Lean, komplettes Umdenken weg von diesen hochautomatisierten Themen hin zu viel mehr menschenbezogenen Tätigkeiten und dann in den 10er Jahren jetzt dieses Jahrtausends das Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung mit all seinen Ausprägungen. Und in Zukunft sehen wir, und das ist für uns ganz wichtig, das Thema Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit im Fokus. Und das gepaart mit Automatisierung und Digitalisierung. Bitte noch eine Folie zurück. Wir Bosch Engineering and Production Services sind ein voll integrierter, international tätiger Ingenieursdienstleister für Planung und Umsetzung von Fertigungssystemen bis hin zu ganze Fabriken, aber auch für Optimierung von bestehenden Produktionen. Ja, unsere Erfahrung ziehen wir raus, also unser Know-how, das ziehen wir aus dem Bosch-Produktionssystem. Zum einen im Wesentlichen, sagen wir, begründet oder fußt es auf dem Lean-Gedanken. Und das gepaart mit der hohen Kompetenz der Automatisierungstechnik und auch in der Digitalisierung, glauben wir, für die Zukunft, für die Zukunft tragfähige, nachhaltige Lösungen anbieten zu können. Wir sind in 9 Büros in 7 Ländern dieser Welt, Vertreter von China über Indien, Europa, also Deutschland, Iberia, Mexiko und Nordamerika, USA. Mit mehr als 200 Mitarbeitern, alles Projektingenieure unterwegs. Und unser Motto ist Lean, Safe and Green. Und jetzt kommt das magische Dreieck. Wir sehen hier, sagen wir, so diesen zirkularen Ansatz. Und wir denken, dass das für die Zukunft ein ganz wesentlicher und wichtiger Punkt ist, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Es wird nicht mehr ausreichen, nur mit Lean oder Automatisierung und auch Digitalisierung, sondern Fertigungssysteme, Produktionen aufzubauen und hier gegen den Wettbewerb der Welt oder in der Welt anzukämpfen. Wir müssen ganzheitlicher denken, um, sage ich mal, auf der einen Seite alle möglichen Kosten und Effizienzpotenziale zu heben und auf der anderen Seite, sage ich mal, das Thema, das Thema der Sachzwänge, die auf uns zukommen von der öffentlichen Hand, also von der Politik, von der politischen Seite, denen müssen wir ja mit Lösungen begegnen. Und ich denke, ganz sicher wird uns dort als Ingenieure was dazu einfallen. Und wir sehen
und das ist das Thema des heutigen Tages, den Bereich Betriebsmittel, Fertigungsanlage und Maschine als einen wesentlichen Treiber, als einen wesentlichen Erfolgsfaktor dazu. Und jetzt kommen wir zu unserem Leistungsportfolio. Da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil das ist wichtig, dass, also unserer Meinung nach wichtig, dass Sie verstehen, wir kommen immer von der Produktseite links unten. Sehen Sie das Thema Simultaneous Engineering. Klingt ganz banal. Schaffen wir halt zusammen auf gut Schwäbisch oder schaffen parallel. Aber es ist ein bisschen mehr. Wir gucken in der Phase, in der relativ frühen Phase schon mit der Fertigungsbrille, mit der Brille des Produktioners in Richtung Entwicklung und versuchen dort die besten, also die Bauteilfunktionalität oder Produktfunktionalität in Prozesse zu übersetzen und diese Prozesse dann in ein bestmögliches erstes Fertigungskonzept zu gießen. In dieser Phase schon Investitionsabschätzungen zu machen, Total-Cost-Ansätze zu fahren, um einfach für die Produktion sicherzustellen, dass man nachher nicht in irgendeine Falle tappt und sich einen Prozess einfängt, der vielleicht nicht stabil ist, der vielleicht unglaublich hohe Folgekosten erzeugt. Und in diese Richtung wollen wir viel stärker oder sind wir viel stärker in den letzten Jahren unterwegs gewesen und waren sehr erfolgreich. Die Übersetzung vom Produkt in den Prozess und dann in die Produktion machen wir mit unserer Fertigungsplanungskompetenz und können da ganze Montagekonzepte, Fertigungskonzepte auslegen, ideale Wertströme inklusive der Intralogistik und auf der Basis auch dann bestehende Produktionen optimieren. Ich würde jetzt den Staffelstab gerne übergeben an die eigentlichen Vortragenden dieses Tages und wünsche Ihnen viel Spaß im Treffpunkt der Produktion Teil 2. Danke. Super, vielen lieben Dank, Bernd Feierabend. Ich möchte gerne nochmal alle neu dazugekommenen Teilnehmer herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie da sind. Auch für Sie nochmal die Information, bitte Mikros stumm schalten, Kameras deaktivieren. Und falls Sie Fragen während unseren Fachvorträgen haben, diese gerne in den Chat schreiben. Wir werden diese nachher in der Diskussionsrunde natürlich alle beantworten. Und uns wurde auch die Info zugetragen, dass es einige Probleme mit dem Login gab und unserem Link, den wir versendet haben. Falls Sie Probleme hatten, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns das Problem kurz und knackig auch per Chat darstellen können, damit wir eben das für das nächste Event bearbeiten können. Dann darf ich jetzt auch den Peter Kaufmann anmoderieren. Er wird Ihnen jetzt den ersten Fachvortrag halten zum Thema Konzeption und Lieferanten. Peter, the stage is yours. So, Sie hören mich, richtig? Also, mein Name ist Peter Kaufmann. Ich bin Consultant-Projektleiter, Fertigungsplaner im Bereich Bosch Engineering and Production Services. Habe über 11 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich Fertigungsumfeld, speziell Expertise im Bereich Fertigungsleitung, PMP, Lean Production und Lean Excellence, Fertigungsplanung und Prozessoptimierung und komme ursprünglich aus dem Bereich Konstruktion und Entwicklung und habe mich auch lange Zeit mit dem Thema Bauteilsauberkeit beschäftigt. Ich werde Ihnen im ersten Block folgende Themen vorstellen. Ich werde kurz auf die Fundamentals eingehen zum Thema und dann auf einzelne Elemente eingehen zum Thema Konzeption, Produkt, Produktumfeld, Maschine und Maschinenlieferanten, das Thema Lastenheft vorstellen und dann noch auf den Punkt Lieferantenauswahl eingehen. Zu Beginn möchte ich auf folgende Frage eingehen, wenn wir von unserer Überschrift heute sprechen, erfolgreiche Maschinen- und Anlagenbeschaffung. Wann ist ein Projekt, wann ist die Beschaffung einer Maschine denn erfolgreich? Wir machen das im Prinzip an 3 Faktoren fest und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Das ist zum einen das Thema Zeit. Das heißt, aus unserer Sicht ist die Maschinenbeschaffung dann erfolgreich, wenn sie auch in dem geplanten Zeitraum umgesetzt und stattfindet. Zum zweiten das Thema Kosten. Das heißt, auch dann ist ein Beschaffungsprojekt in der richtigen Richtung unterwegs in Hinsicht auf die Kosten, wenn wir den ursprünglich geplanten Kostenrahmen nicht überschreiten. Zum dritten, was dieses Spannungsfeld komplettiert, ist das Thema Qualität. Sprich, wir müssen abzielen, dass die Maschine die geforderte Qualität nachher, wenn sie in der Serie produziert, liefert.
Das sind die drei Kriterien, die aus unserer Sicht die wesentlichen Rollen spielen, wenn wir von einem erfolgreichen Projekt sprechen wollen. Und um genau diese drei Faktoren nachher bewerten zu können, ob wir erfolgreich sind, müssen wir das Ganze messbar machen. Ganz wichtig an der Stelle. Und um eine Messbarkeit herstellen zu können, brauchen wir einen Plan zu allen drei von diesen Faktoren. Das heißt, nur mit einem ursprünglichen Plan kann ich, wenn ich diesen Plan dann während meiner Umsetzung messe, feststellen, ob ich auf dem richtigen Kurs bin oder ob ich Abweichungen habe und dann eben die richtigen Gegenmaßnahmen dazu zu aktivieren. Des Weiteren sind aus unserer Sicht drei wichtige Punkte sehr wichtig, immer im Zusammenspiel mit dem Thema Maschinenbeschaffung. Man muss das Team dazu bilden. Maschinenbeschaffung ist in den seltensten Fällen eine One-Man-Show. Wir sprechen immer von einem Team, das hier arbeitet, ob das kleine Teams sind, wenn es um kleinere Anlagen geht, oder um große Teams, wenn es um ganze Linien und an unterschiedlichen Standorten um Maschinenbeschaffungen geht. Und dann auch die frühzeitige Einbindung aller Fraktionen, um hier eben Transparenz zu schaffen. Ja. Dass jeder, der hier an diesem Projekt mit involviert ist, eben zu jedem Zeitpunkt weiß, wo ist der aktuelle Stand und was sind die nächsten Schritte. Ganz wichtig und was immer wieder irreführend ist, ist das Thema Kommunikation. Kommunikation in einem Beschaffungsprojekt ist auch ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Wenn es um das Thema Kickoff geht, wo man die grundlegenden Ziele noch einmal vorstellt, Regelrunden und Steuerkreise einberuft, um hier den kontinuierlichen Austausch mit den unterschiedlichen Parteien hat. Und dann ist es zusätzlich sehr wichtig, dass man Risiken immer handeln kann. Das heißt, ich muss frühzeitig Risiken erkennen. Nur wenn ich diese Risiken erkannt habe, kann ich dementsprechend auch Gegenmaßnahmen dazu treffen. Und um auch diese Risiken managen zu können, kann ich immer mit einer gewissen Reserve planen, wenn der ein oder andere Prozess dann mal länger dauern sollte. Deshalb unser Credo, die Ziele kennen, planen und messen, dann kann ich immer schauen, bin ich auf dem richtigen Stand oder muss ich an meiner Systematik was verändern. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Faktoren, die mir einen Einfluss haben auf die Auslegung von der Fertigungsmaschine und auf diese drei Faktoren, Zeit, Qualität und Kosten, die mir ständig diese Maschinenbeschaffung beeinflussen können. Das heißt, im ersten Schritt möchte ich schauen, welchen Einfluss hat das Produkt auf diese Maschinenbeschaffung. Entspricht das entwickelte Produkt den Anforderungen einer Serienproduktion? Ganz wichtig an der Stelle. Das hat einen wesentlichen Einfluss auf diese drei Faktoren. Dort haben wir unterschiedliche Ansätze, das zu prüfen. Wir sind sehr früh mit der SE-Arbeit immer in diesen Projekten mit drin. Der Herr Feierabend hat es schon kurz angesprochen, Simultaneous Engineering. Das heißt, wir aus dem Fertigungsbereich, aus der Fertigungsplanung, nehmen frühzeitig teil an den Beschaffungsprojekten, um unseren Input von der Großserie hier in die Produktentwicklung mit einfließen zu lassen. Und zusätzlich durch diese SE-Arbeit bringen wir den Beitrag, dass wir auch hier die Produktentwicklungszeit reduzieren können. Des Weiteren gehen wir auf das Thema DFMA ein. Das heißt, wir schauen, ob das Design tatsächlich der Anforderung einer Serienproduktion entspricht. Design for Manufacturing and Assembly. Auf der rechten Seite einige Themen dargestellt aus Produktsicht, welche mir eben diesen Einfluss auf unsere drei genannten Faktoren haben. Das sind zum einen natürlich der Innovationsgrad des Produktes. Habe ich neue Produktkomponenten, neue Materialien, neue Prozesse, die hier involviert werden? Von wie vielen Varianten spreche ich bei dieser Produktentwicklung? Auch das hat einen wesentlichen Einfluss auf die Auslegung einer Maschine und das ich natürlich berücksichtigen muss. Denn mit der Varianz kommt das Thema Rüstzeit, kommen unterschiedliche Aspekte auf. Auch im Thema Logistik werden wir gleich noch darauf eingehen, wo ich eben Varianz oder variantenbedingt mir die jeweiligen räumlichen Plätze vorhalten muss. Dann ist es natürlich immer aus Fertigungssicht
ein Thema, dass ich Gleichteile verwende. Auch das ist ein Fokus der Fertigung. Wenn ich zum Beispiel unterschiedliche Schraubsysteme habe oder unterschiedliche Schraubprozesse, dass ich hier auf Gleichteile abziele. Das Thema Materialien und Dimensionierung spielt eine große Rolle. Des Weiteren natürlich das Thema Zugänglichkeit, denn es ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt in einer Manufaktur denke, wo ich von den Stückzahlen her die Produkte montieren kann, aber vielleicht die Zugänglichkeit für diese Art von Montage nur bedingt einer Großserie entspricht. In einer Großserie brauche ich immer andere Aspekte bei dem Thema Zugänglichkeit. Wesentlicher Punkt sind natürlich auch die Gewichtsverhältnisse von meinem Produkt. Auch das hat einen wesentlichen Einfluss auf die Auslegung der Fertigungsmaschine. Des Weiteren schaue ich mir an, welchen Einfluss hat das Prozessumfeld. Auch hier muss ich mir Gedanken machen, in welchem Prozessumfeld wird das Produkt schlussendlich hergestellt. Das ist jetzt im Prinzip eine Flughöhe höher, genau. Ich muss mir eben überlegen, was von diesem Produkt, das wir mit der Entwicklung jetzt entwickelt haben oder auf die Beine gestellt haben, welche Komponenten davon werde ich selber in meiner Fertigung herstellen, sprich werde ich selber produzieren, das ist das Make, oder werde ich zukaufen, das ist das Buy, wenn wir oben sehen, Make or Buy. Bei den Themen, bei den Produkten oder Prozessen, die ich mir in der eigenen Fertigung halten möchte, spreche ich meistens von den Kernkompetenzen, die ich am freien Markt nicht beziehen kann, auf die ich mich als Produzent spezialisiert habe. Denn Standardkompetenzen und Standardprozesse kann ich mir auch am freien Markt beziehen. Ein wichtiger Faktor an der Stelle ist auch das Sicherheitskonzept. Der Herr Feierabend hat es vorher kurz angesprochen. Das heißt, ein wichtiges Credo von uns ist das Thema Sicherheit, Schutz der Mitarbeiter, Schutz der Umwelt und Ergonomie. Auch hier brauche ich einen konkreten Plan, wie diese Lösungsansätze aussehen und wie sie mir die Fertigungsmaschine beeinflussen. Dann ein wesentlicher Punkt als nächstes ist das Thema Verpackungskonzept. Auch hier wesentliche Anteile sind die Themen ergonomische Gestaltung der Materialbereitstellung, Materialzuführung in der Linie und das Thema Leergut-Handling, was oft vernachlässigt wird. Des Weiteren, prozessbedingt habe ich immer unterschiedliche Umgebungen, in denen ich mich befinde. Sprich, ich muss mir überlegen, brauche ich für diese Produktanforderung eine Art Reinraum oder eine spezielle Reinraumfertigung? Muss ich Bereiche ESD-gerecht gestalten? Fahre ich vielleicht in hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, vielleicht auch länderspezifisch? Auch diese Themen muss ich mir im Detail anschauen. Auch hier haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Speziell im Bereich Automotive ist das Thema Prozess-FMEA immer ein geeignetes Tool. Das heißt, die Fehlermöglichkeit und Einflussanalyse in meiner Prozesskette, das eben darauf abzielt, dass ich mir frühestmöglich Gedanken mache, welche Einflüsse oder welche Fehlerquellen können in meiner Prozesskette auftauchen und wie kann ich diese Prozesse dann durch dementsprechende Gegenmaßnahmen absichern, um hier langfristig die Qualität von meinen Produkten zu sichern, den Schutz der Mitarbeiter zu generieren. Also das Thema Prozess-FMEA hier ein wesentlicher Faktor. Weiteren schaue ich mir an, welchen Einfluss das Fertigungsumfeld auf die Maschine hat. Das kommt hier noch als drittes mit hinzu. Das heißt, dort schaue ich mir eben an, anhand von den zum Beispiel erwarteten Stückzahlen ist das natürlich ein Thema, mit welcher Zykluszeit muss diese Fertigungslinie fahren, habe ich eventuell kritische Prozesse drin, bedarf es einer Prozessentwicklung, weil ich vielleicht den einen oder anderen Prozess so noch nie umgesetzt habe, dann muss ich mir anschauen, wie gelingt es mir, Fähigkeitsnachweise für diese unterschiedlichen Prozesse ermitteln zu können. Ich muss mir zusätzlich Gedanken machen, ob ich Prüfplätze und Messmittel an der einen oder anderen Stelle habe und auch die ganze Maschinenumgebung, wie zum Beispiel Layouts, sprich, wo soll die Maschine aufgestellt werden, welche Wege für die Maschineneinbringung kann ich wählen, brauche ich eine spezielle Tragfähigkeit von Böden, das kommt natürlich oft in metallumformenden Prozessen zum Tragen, brauche ich eventuell Hallenkräne, eine spezielle Medienversorgung oder solche Themen eben. Des Weiteren noch einmal angemerkt hier das Fertigungsumfeld. Muss ich mich an gewissen gesetzlichen Auflagen entlanghangeln?
Wie sieht es bei dem Thema Brandschutzeinrichtungen auch? Auch das immer ein Credo, brauche ich Brandschutzeinrichtungen in der Maschine, wenn ich eventuell Schleif- oder Zerschmarrnprozesse habe? Wie sehen die Datenanbindungen aus? Brauche ich eventuell Andon-Boards, wo ich mir die Prozesskennwerte transparent im Shopfloor halten möchte? Habe ich Themen wie Rüstkonzepte, haben wir vorher schon kurz angesprochen, beim Thema Einfluss des Produktes. Das heißt, muss ich über die unterschiedlichen Varianten des Produktes hinweg rüsten können. Des Weiteren werden Maschinen dann immer nochmal über Zäune abgegrenzt, wenn wir eben Roboterstellflächen haben. Das heißt, auch dort wieder ein Einfluss auf das Thema Sicherheit und Maschinenflächenbelegung und zusätzlich das Thema Maschinenfarben ist vielleicht ein kleines Thema, aber dennoch gibt es eben Fertigungen, die ein einheitliches Farbbild verlangen. Also diese drei Faktoren spielen hier eine wesentliche Rolle. Im nächsten Schritt möchte ich mir dann anschauen, suche ich mir die Technikexperten eben für diese Prozesse raus, wenn ich das ermittelt habe. Das heißt, ich schaue eben mich auf dem freien Markt nach den geeigneten Maschinenlieferanten aus, stelle mir die Frage, welcher Maschinenlieferant kommt denn jetzt, wenn ich weiß, welche Prozesse ich in dieser Fertigung benötige, für dieses Projekt in Frage. Auch dort haben wir eben die Möglichkeit, ja, eine Marktrecherche durchzuführen. Dort gehen wir eben wie folgt vor, dass wir Lieferantenbesuche machen. Wir möchten den persönlichen Kontakt zu den Lieferanten herstellen, kennenlernen, wer sitzt mir da am anderen Tisch gegenüber, wo ist das Know-how des Lieferanten, was für Kernkompetenzen trägt er, vielleicht was für Referenzen hat er, und möchte das eben in Lieferantenbesuchen oder auch in Kurzaudits eben noch einmal transparent gestalten. Natürlich, Messen und Ausstellungen sind immer auch Anlaufpunkte, um mit solchen Lieferanten in den engeren Kontakt zu kommen. Das war jetzt das letzte Jahr etwas schwierig. Da hoffen wir natürlich, dass es uns dieses Jahr in der Form wieder gelingen wird. Wenn ich diese ganze Zahlen, Daten und Fakten über den Maschinenlieferant zusammengetragen habe, möchte ich das ganze Thema natürlich bewerten, um natürlich die Lieferanten zueinander abgrenzen zu können. Wer hat gewisse Vorteile, wer hat welche Erfahrungen, wer trägt welche Kompetenzen mit sich. Die Fertigungstiefe kann ich mir hier noch einmal als Bewertungsfaktor heranziehen. Genau, Referenzen oder auch, wie ist die Zukunftsorientierung der unterschiedlichen Maschinenlieferanten aufgestellt. Also das Thema Maschinenlieferant als zentraler Punkt. Und wenn ich diesen Rahmen zusammen habe, gehe ich eben in den nächsten Schritt und trage mein Wissen, das ich jetzt zu diesem Zeitpunkt generiert habe, eben zusammen. Und hier ist dann eben die wesentliche Frage, was muss denn jetzt alles in das Lastenheft eben aufgeführt werden? Ganz wichtig eben, über die Punkte haben wir uns ja eingangs unterhalten. Ich muss jetzt natürlich alle Merkmale, die ich mir bei den Faktoren Produkt, Prozessumfeld, Fertigungsumfeld zusammengestellt habe, die muss ich als wesentlichen Block in das Lastenheft mit übernehmen. Oftmals ist es so, und das passiert uns natürlich auch immer wieder, dass das Lastenheft meistens nicht nur eine Version hat, denn wenn man dann im Austausch mit Lieferanten ist, stolpert man vielleicht noch über die ein oder andere Fragestellung, über Lösungsansätze, wo dann eben die Überarbeitung von dem Lastenheft notwendig ist, um sich diesem gemeinsamen Ziel, der gemeinsamen Vorstellung über diese Linie eben iterativ anzunähern. Wichtig ist es an der Stelle, dann diese entsprechenden Änderungen zu versionieren, dass sich beide Parteien immer über dieselbe Version des Lastenheftes auseinandersetzen können. Genau, das ist ganz wichtig an der Stelle. Und diese Themen sind eben als Block gesehen wichtig, dass ich das Lastenheft weitestgehend detailliert habe. Ich sollte mir zu allen den Punkten, die ich oben notiert habe, vom Bereich Produkt, Prozessumfeld und Fertigungsumfeld, eben so viel Details wie möglich in dem Lastenheft notiert haben, um hier auf dasselbe Niveau zwischen mir als Kunde und dem Maschinenlieferant zu kommen.
Dann übersende ich dieses Lastenheft den möglichen Maschinenlieferanten und ganz wichtig an der Stelle, dass man sich dann über den Inhalt dieses Lastenheftes nochmal gemeinsam unterhält. Oftmals brauche ich zusätzlich zum Lastenheft eben nochmal weitere Daten, sprich 3D-Daten oder 2D-Daten, Bauteilzeichnungen, Baugruppenzeichnungen, natürlich immer auf den aktuellsten Entwicklungsständen, mit dem ich dem Lieferanten eben so viel Details wie möglich zu den Produkten und Baugruppen und Prozessen geben kann. Wichtig ist an der Stelle, hier immer die geeignete Datensicherheit zu beachten. E-Mail-Verkehr an der Stelle für Verzeichnungen gilt nicht als ausreichend sicher. Dort gibt es unterschiedliche Plattformen, wo auch Sicherheitsanforderungen diesen Dokumenten gewährleistet wird. Das heißt, dort gehe ich rein und schaue in der Lastenheftdurchsprache, dass meine Erwartungen oder die Ideen, wie die Maschine zu funktionieren hat, auch an den Maschinenlieferanten übergehen, dass er für sich auch versteht, was sind die Anforderungen. Und das ist oftmals ein iterativer Prozess, wo man sich eben, wo man dasselbe Verständnis für die technischen Anforderungen schafft. Genau. Dann im nächsten Schritt, wenn diese Punkte geklärt sind, kommt es zur Übermittlung von einem Angebot vom Lieferant. Und auch dann ist es wichtig, hier nochmal gegen zu prüfen, ob jetzt diese Anforderungen, die man im Lastenheft gemeinsam dann dokumentiert hat, auch tatsächlich in dem Angebotsumfang so berücksichtigt worden sind. Das heißt, auch da ist es zum Empfehlen, dass man eine Angebotsdurchsprache mit den Lieferanten hält, um die technische Umsetzung zu besprechen. Und auch dann stolpert man hier wieder über Punkte, wo man eben feststellen muss, der ein oder andere Punkt ist noch nicht umfangreich dokumentiert oder dargestellt. Die Lösungsansätze entsprechen vielleicht nicht der Idee, die ich als Kunde habe. Auch dort geht man dann nochmal in eine Iterationsschleife, um das Angebot hier vielleicht nochmal zu aktualisieren. Ganz wichtig ist eben die Vergleichbarkeit dieser Angebote hier herbeizuführen. Ich kann nur Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das ist bekannt. Deshalb muss ich eben schauen, dass ich für den Angebotsumfang von unterschiedlichen Lieferanten auch tatsächlich die Pakete und die Aufgaben vergleichbar halte. Wenn ich die Angebote dann im Haus habe, kann ich eine Nutzwertanalyse machen. Das ist eine qualitative, nicht monetäre Analysemethode. Das heißt, dort bewerte ich nach unterschiedlichen Kriterien die Angebote. Ich kann für die einzelnen Blöcke unterschiedliche Gewichtungen festlegen und mir daraus eine Bewertungsmatrix, nicht monetär, ableiten, die mir sagen soll, welcher Lieferant hat durch seine spezielle Lösungsfindung mit diesem Angebot den höchsten Vorteil für mich als Kunde und kann diese Vorteile eben dann aufaddieren. Zusätzlich kann ich noch durch ein Bonus-Malus-Systematik noch einmal zusätzlich bewerten und das basiert dann wieder auf einer monetären Bewertung, welche Details der ein oder andere Lieferant sich vielleicht noch monetär als Vorteil darstellen könnte. Das würde ich noch zusätzlich machen für diesen Angebotsvergleich. Anschließend kommt es zur Vergabe der Beauftragung. Auch dort muss ich mir frühzeitig Gedanken machen, wie wird die Maschine vergeben, wie wird sie verhandelt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zur Direktvergabe von der Einkaufsabteilung oder eben auch sehr gängig, auch bei uns im Konzern ist das Thema Versteigerungen, auch dort auf unterschiedlichen Arten und Weisen, Bottom-up oder Top-down. Ganz wichtig ist es, dann nach dieser Verhandlung und der Vergabe ein Verhandlungsprotokoll festzuhalten, wo die Rahmendaten, die Konditionen und auch Lieferzeiten noch einmal schriftlich notiert sind und auch hier nochmal das versionierte Lastenheft zusätzlich mitgeliefert wird. Wir haben es hier noch einmal zusammengefasst, die Erfolgsfaktoren aus unserer Sicht für den ersten Block. Das Thema Teamarbeit ist eine relevante die Teamarbeit aller relevanten Schlüsselfunktionen ist ein Erfolgsfaktor. Und ich kann das nur
vergleichen oder nur handeln, wenn ich eine gewisse Messbarkeit erzeugt habe. Ja, vorher beschrieben, ich muss die Ziele kennen, ich muss sie messen und dann frühzeitig Abweichungen erkennen. Nur dann kann ich an der Stelle gegensteuern und eventuell diese Abweichung wieder auf die richtige Spur bringen. Ich muss frühzeitig kritische Abläufe und Prozesse erkennen und bewerten können. Da muss ich in der Lage dazu sein. Und die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern ist hier natürlich auch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Okay, soweit zum ersten Block. Vielen lieben Dank, Peter. Wir gehen gleich weiter in den zweiten Fachvortrag, gehalten von Tobias Hecker mit den Themen Auftragsabwicklung, Vor- und Serienprozesse. Sobald, Tobias, sobald du fertig bist, gehört das Wort wieder dir. Ja, also mein Name ist Tobias Hecker. Ich habe in Dresden studiert Maschinenbau, Produktionstechnik mit einem guten alten Abschluss Diplom-Ingenieur. Ich habe seit über 6 Jahren Berufserfahrung im Fertigungsumfeld als Fertigungsplaner, Projektleiter und Consultant. Und meine Expertise habe ich im Bereich Lean Management, DFMR, Fertigungsplanung, Prozessoptimierung und Fabrikplanung. Ich möchte einmal ganz kurz die Agenda vorstellen. Ich habe 2 große Blöcke. Der erste Block wäre die Auftragsabwicklung, wo wir dann ins Detail gehen in die Bestellung, die Konstruktionsfreigabe, die Vorabnahme, Lieferung, Inbetriebnahme und die Endabnahme. Und dann der zweite Abschnitt ist der Serienbetrieb, wo wir drüber sprechen über die interne Freigabe, die Kundenfreigabe und den Start of Production, den SOP. Da will ich auch ganz gleich mit der Präsentation anfangen. So, der erste Punkt wäre die Bestellung. Da will ich auch gleich anknüpfen an die Präsentation von Herrn Kaufmann, was er schon gesagt hat. Das heißt, das Projekt oder die Maschinenbeschaffung oder Anlagenbeschaffung beginnt dann mit der offiziellen schriftlichen Bestellung. Dort ist auch immer das Lastenheft bzw. das Pflichtenheft dann darauf verwiesen oder befindet sich im Anhang. Und was auch ganz wichtig ist, das Verhandlungsprotokoll, das heißt, alle Absprachen, die ich getroffen habe, müssen dort wirklich dort festgehalten werden, entweder im Lastenheft oder im Pflichtenheft, beziehungsweise im Verhandlungsprotokoll. Auch wenn es dann irgendwelche Nebenabsprachen gab oder per E-Mail, per Telefon oder in verschiedenen Meetings, das müssen wir wirklich alles direkt dort protokollieren und dann dort anhängen, weil das ist dann erst dann, haben wir einen rechtsgültigen Vertrag. Und auf dieser offiziellen schriftlichen Bestellung wird dann auch später alles geprüft, was dann die Vorabnahme, Endabnahme und auch die Übergabe dann an den Betreiber. Dann kommen wir schon zum nächsten großen Punkt, das sind die Konstruktionsfreigaben. Das ist wirklich ein wesentlicher Erfolgshebel für die Maschinen- und Anlagenbeschaffung. Und dort müssen wir uns auf jeden Fall ein sehr großes Zeitfenster mit einplanen. Es kommt ja immer darauf an, ob ich eine Standardmaschine bestelle oder ob ich eine ganze Fertigungsstraße oder eine ganze Fertigungslinie mit verschiedenen Prozessen, mit verschiedenen Stationen bestelle. Da ist natürlich viel mehr Zeit. Und wir sehen auf der rechten Seite, ich hoffe, Sie können auch meine Maus sehen, wir haben natürlich auch verschiedene Phasen oder verschiedene Meilensteine, wo wir dann diese Konstruktionsdurchsprachen durchführen. Das ist einmal bei der Konzepterstellung, wo wir wirklich erstmal ein Grobkonzept zusammen mit den Anlagenherstellern erstellen. Dann nach Fertigstellung der 3D-Modelle, vor der 2D-Ableitung, das heißt die 2D-Zeichnungserstellung. Dann vor Zeichnungsfreigabe, was somit auch der Start der mechanischen Bearbeitung ist. Und eine Durchsprache zu einer Elektrokonstruktion. Während dieser Phase ist es natürlich auch ein iterativer Prozess und kommt immer darauf an, ob ich wirklich eine Standardmaschine habe oder nur eine Anlage oder eine ganze Fertigungsstraße mit, wie gesagt, mehreren Stationen, mit unterschiedlichen Prozessen. Das kann dann auch immer länger dauern. Das heißt, da muss ich wirklich genügend Zeit im Gesamtterminplan mit einplanen. Und es kommt natürlich immer darauf an,
Welche Prozesse ich auch drin habe. Das heißt, ich nehme dann auch gewisse Prozessingenieure, Verfahrenstechniker, Techniker mit zu diesen Konstruktionsdurchsprachen und spreche dann wirklich später Station für Station oder Prozess für Prozess durch, gebe dann immer die einzelnen Meilensteine frei. Und es kann auch manchmal sein, dass auch mehrere Meetings, mehrere Konstruktionsdurchsprachen dann für einen Meilenstein notwendig sind, wenn kleinere Überarbeitungen nötig sind, aber das ist wirklich ein sehr wesentlicher und essentieller Baustein, weil auf dieser Konstruktionsfreigaben wird dann auch später alles drauf aufgebaut. Und wir sehen auch dann hier in dem Zeitspann das nächste Teil, der nächste Punkt wäre dann zum Beispiel die Kaufteile und die Einzelteilfertigung. Das heißt, da geht es dann wirklich schon, dass die Anlage anfängt aufzubauen. Das heißt, wenn ich dann da einmal Kaufteile bestellt habe oder bei Einzelteilfertigung, wenn ich dann wirklich individuell Teile fertigen muss, ist es dann schwierig, diese wieder zu ändern, beziehungsweise ist dann ein großer Kostenaufwand, aber auch ein sehr, sehr großer Zeitaufwand. Das heißt, deswegen muss ich hier wirklich vorsorglich vorgehen und wirklich im Detail alles besprechen und jeden einzelnen Schritt auch dann mir freigeben lassen. Dann komme ich weiter zur MAE-Montage. Bei der MAE-Montage, das hat dann der Maschinenlieferant die Hauptaufgabe, aber auch dort müssen wir immer wieder Lieferantenbesuche vollziehen. Und gerade zum Ende hin, bevor wir dann zum nächsten Schritt zur Vorabnahme machen, kommen, ist es dort auch mal wichtig, verschiedene Testläufe schon vorweg zu machen. Das heißt, dort kann ich dann auch mit Maschinenbedienern, Maschinenführern, die dann später auch die Anlage bedienen, aber auch mit den Prozessingenieuren oder den Verfahrenstechnikern vor Ort zur Anlage gehen, dort erste Testläufe durchführen, um auch einfach da schon ein erstes Mal die Anlage zu testen und frühzeitig und nicht erst bei der Vorabnahme wirklich zu prüfen, macht die Maschine das, was sie soll, und stimmt die Qualität der Teile. Das ist also wirklich ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Und was dort auch sehr wichtig ist und nicht zu vernachlässigen ist, die Planung dieser Testläufe, die Planung der Vorabnahme, der Inbetriebnahme und auch der Endabnahme in Bezug auf die Versuchsteile. Das heißt, ich muss dann da auch der Firma, was auch im Lastenheft bzw. in der Bestellung dann vorgegeben wird, wie viel Ausprobeteile ich dann immer zur Verfügung stelle. Und das ist gerade, wenn ich nicht nur eine Maschine bestelle oder auch Maschinen aus unterschiedlichen Ländern, essentiell wichtig, dort das alles zu planen, einerseits wegen dem Thema Zeit, aber auch wegen dem Thema Kosten. Das wird oft vernachlässigt und das ist wirklich sehr wichtig, das vorzeitig zu planen und dann auch, dass die Ausprobeteile zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und ich dort dann deswegen keinen Verzug habe. Wenn dann natürlich die MAE, die Maschinenanlagen und Einrichtungsmontage erfolgt ist, kommen wir zum nächsten sehr, sehr wichtigen Punkt, das ist die Vorabnahme. Bei der Vorabnahme haben wir einerseits, wo wir die ganze Anlage wirklich zu den zugesagten Leistungen überprüfen, wirklich jedes Einzelne, was im Lastenheft vorgegeben ist, die Leistungen überprüfen. Dort haben wir einerseits die erfolgreiche Vorabnahme. Das bedeutet dann für den Lieferanten, die Zahlung wird freigegeben und die Anlage kann vorbereitet werden zur Lieferung. Und für Ihr Unternehmen wird es bedeuten, ich bekomme eine fähige Anlage, die einen problemlosen Betrieb gewährleistet. Und die erfolgslose im Vorabnahme bedeutet natürlich dann, dass Nachbesserung vom Lieferanten nötig ist, gegebenenfalls Entschädigungszahlungen, weil es natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand ist, nochmal alles ein Doppelaufwand für Ihr Unternehmen, Gefährdung des Gesamtterminplans, aber auch sehr, sehr hohe Kosten mit sich führen kann. Ich brauche nochmal alle Ausprobeteile, ich muss nacharbeiten, ich habe Verzögerungen im Terminplan. Und auch diese Vorabnahme ist in der Regel eine mehrtägige Veranstaltung. Die muss, wie gesagt, sehr, sehr gut vorbereitet werden. Und auch bei der Durchführung kommt es immer darauf an, was für eine Anlage habe ich, wie viele unterschiedlichste Varianten muss ich testen. Und ganz wichtig ist immer, die ganze Vorabnahme wirklich
bis ins kleinste Detail zu dokumentieren. Das heißt, ich dokumentiere dort alle Teilnehmer, das heißt, die Teilnehmer von Ihrer Firma, die teilgenommen haben, die Teilnehmer von den Maschinenlieferanten. Und dort ist, wie gesagt, auch wichtig, dass nicht nur der Projektleiter mit teilnimmt, sondern auch teilweise Prozessingenieure, Mechaniker, Elektriker, dass die wirklich die Anlage auf Herz und Nieren prüfen können. Genauso muss ich die eingesetzten Messmittel dokumentieren, die Identifikationsnummer, den Nachweis der Kalibrierung, die Rückführung auf die Prozessdatenblätter, die benutzten Prüfprogramme. Das heißt, da ist auch wichtig, wirklich die Prüfprogramme, die Messprogramme zu verwenden, die Sie dann später auch in dem Serienbetrieb benutzen wollen, dass wir da dann wirklich keine Überraschungen erleben und dass alle Messpositionen, Längen, Umrechnungen stimmen. Genauso die verwendeten Maschineneinstellungen, die Prozessparameter, die Einstellparameter, die müssen für jeden Typ getestet werden, auch wenn ich unterschiedlichste Varianten oder Ausführungen habe. Für jede Variante muss das einmal durchgetestet werden. Und alle offenen Punkte werden dann in eine OPL übertragen und die ganzen Ergebnisse fortlaufend mit Datum, Zeitstempel in das Protokoll übernommen werden. Ich habe eine technische Prüfung der Anlage, das heißt, dort weise ich dann die Zykluszeit, die Taktzeit der einzelnen Prozesse, der einzelnen Stationen nach. Als nächstes den Nachweis der Messmittelfähigkeiten und der Maschinenfähigkeiten, dass ich wirklich prüfe, die Messmittel messen die auch das, was sie sollen. Und genauso die Maschinen, die Prozesse, habe ich dort die gewünschten Qualitätskriterien. Und das wäre auch immer ganz wichtig, dass da dann auch die Prozessingenieure und die Verfahrenstechniker wirklich mitkommen und das dann wirklich testen und auch dokumentieren und einen Nachweis, einen Fähigkeitsnachweis ausstellen. Der nächste Punkt wäre die Performance-Prüfung. Dort lasse ich einen Dauerlauf von der Anlage laufen. Im Normalfall sind es 8 Stunden oder eine 2-Tages-Produktion mit einer vollen Auswertung der technischen Verfügbarkeit, der Ausbringung und der Ausschussanalyse. Das wird vorher alles in dem Lastenheft und in der offiziellen Bestellung festgelegt. Manchmal ist es so, dass bei einer Vorabnahme nur gewisse Typen getestet würden, aber was wir immer empfehlen, wirklich alle Produkttypen, alle Produktvarianten dort einmal testen zu lassen, Rüstprozesse durchlaufen lassen. Und das muss dann alles wirklich aufgenommen werden, dokumentiert werden und noch einmal durchgetestet werden, dass ich da auch wirklich dann sehe, passt die Verfügbarkeit, passt die Ausschussquote und passt die Ausbringung der Anlage. Genauso muss ich einmal die Umfangsprüfung durchführen. Das heißt, ist wirklich alles das enthalten, was im Bestellumfang festgelegt wurde. Die Art und der Anzahl der Bestellungen, das heißt, die ganzen technischen Spezifikationen werden dort einmal nachgeprüft und dokumentiert, dass es wirklich alles eingehalten ist. Und natürlich die Einhaltung der geltenden Normen, der Maschinenrichtlinien, der Normen, der CE-Zertifizierung, das muss auch dann wirklich alles einmal durchgeprüft werden. Zudem fange ich dort schon an, die technische Prüfung der Maschinenausführung. Das heißt, sind die Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Pneumatik, Ergonomie nach den vorgegebenen Kriterien, Normen erfüllt. Dort haben wir natürlich gesetzliche Vorgaben, die da erfüllt werden müssen. Das muss alles einmal nachgeprüft werden. Und genauso sind die ganzen Maschinenanschlüsse, die Leitungsverläufe, Verkleidungen, Schutzeinrichtungen korrekt ausgeführt, dass da dann nichts passieren kann. Und sind die Abdeckungen zum Beispiel, wenn ich Roboter habe, ist alles angebracht. Das wird einmal dort überprüft. Genauso wie die Dokumentation der Anlage gibt es die ganzen Prüfprotokolle, die CE-Zertifizierung einmal als Papierformat und auf CD. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt auch einen Hydraulikkessel habe oder Druck dort habe, dass wenn ein Prüfprotokoll ist, ist es zertifiziert, ist es abgenommen. Genauso die Ersatzteilbereitstellung und die Werkzeugbereitstellung, das sollte auch bei der Vorabnahme zwingend geprüft werden. Und alle diese Details nehme ich dann in ein Abnahmeprotokoll auf mit einer zugehörigen OPL. Das muss von allen Teilnehmern signiert werden. Und dann habe ich die 3 Varianten, die Anlage ist bestanden, kann somit die Zahlung freigegeben werden und die Anlage geliefert werden. Die Anlage kann bedingt oder mit Auflagen bestanden sein. Da muss dann entschieden werden, ob es Sinn macht, die Anlage schon zu verlagern oder ob die ganzen Punkte beim Maschinenlieferanten nachgebessert werden müssen und nicht bestanden. Dort wird die Anlage dann auf keinen Fall
zur Lieferung vorbereitet und dort muss der Maschinenlieferant dann die Anlage nachbereiten, was, wie gesagt, sehr hohe Kosten oder und auch in Gefährdung des Gesamtterminplans mit sich führen kann. Das ist gerade wichtig, auch wenn ich ganze Fertigungsstraßen bestelle, beziehungsweise von unterschiedlichsten Maschinenlieferanten aus unterschiedlichsten Ländern vielleicht noch dort Maschinen bekomme. Das kann zu großen Terminverzugs oder Änderungen kommen. Wenn die Vorabnahme dann erfolgreich abgeschlossen ist, komme ich zur Lieferung der Anlage. Dort hängt natürlich die Lieferung einmal ab von den Incoterms, was wir auf der rechten Seite ganz klein sehen. Das heißt, dort werden die Verantwortlichkeiten geklärt. Wer ist für welchen Transport verantwortlich? Wer trägt die Versicherung? Wer tritt für Schäden in Kraft? Die Maschinen müssen für die unterschiedlichsten Logistikwege vorbereitet werden. Das heißt, für Flug, Seewege, Straße. Dort müssen Vibrationen zum Beispiel beachtet werden. Korrosionsschutz an den Anlagen angebracht werden, Temperaturunterschiede mit berücksichtigt werden. Und das muss wirklich der Maschinenlieferant dann sicherstellen. Natürlich immer nach den geltenden Transportsicherungen muss die Anlage fixiert sein. Was ganz wichtig ist, gerade im Versicherungsfall, den Verpackungsprozess zu dokumentieren mit Checklisten, Fotos, aber auch Videos, dass da dann wirklich alles aufgenommen ist und wenn es zum Schadensfall kommt, das genau zurückverfolgen ist. Dort macht es auch Sinn, dass wir als dann Projektleiter dort mit vor Ort sind, das Ganze mit dokumentieren, uns das angucken, wie alles verpackt ist, um da einfach sicherzustellen, dass da während des Transports überhaupt gar nichts passiert. Ein nächster wichtiger Punkt sind die Einfuhrgenehmigungen des jeweiligen Landes zu beachten. Auch die Zollbestimmung, dass die Anlage da nicht mehrere Tage im Zoll festhängt, weil gewisse Dokumente fehlen. Das sollte alles vorher geprüft werden. Da wird auch oft mit externen Dienstleistern nochmal zusätzlich zusammengearbeitet, um einfach da dieses ganze Zolldokumente und die ganzen Verfahren dort einfach sicher und schnellstmöglich abzuarbeiten. Auf Ihrer Produktionsseite oder auf der Seite dann des erhaltenen Werkes müssen wir natürlich sicherstellen, dass die ganzen Anschlüsse vorbereitet sind für Luft, Wasser, Elektrik, Hydraulik und die Netzwerke. Die Flächen müssen vorbereitet sein, gekennzeichnet sein. Die Flächensanierungen müssen alle abgeschlossen sein. Das ist dann meistens auch schon bei Maschinenlieferanten, bekomme ich Informationen, zum Beispiel zur Traglast der Fläche. Das muss geprüft werden. Die ganzen Zufahrwege, die Hallentore, Fußwege müssen frei sein, dass ich die Maschine gut auf ihren Aufstellplatz hineintransportieren kann. Es müssen geeignete Transportmittel bereitgestellt werden, wie Stapler, Kräne. Und oft wird dieses auch vom externen Dienstleister, ein Logistikunternehmen, durchgeführt. Und da ist es auch wichtig, dass wir vorher vor Ort Termine machen beim Maschinenlieferanten, dass er sich wirklich alles anguckt, wie kann die Maschine sicher verladen werden, aber auch in ihrem Werk dann wir uns angucken, wie sind die Zuführwege, passen die Hallentore, muss ich vielleicht etwas vorbereiten, irgendwas was umbauen, gewisse Sachen, die dann auf dem Weg stehen, Regale oder irgendwas wegstellen. Das heißt, das muss vorher abgeklärt werden, das muss auch einen Vorortbesuch geben und dann stellt dieser Dienstleister die Maschine grob in Position auf dem vorgegebenen Layout. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Inbetriebnahme und das Setup der Maschine. Das wird immer eigentlich vom Maschinenhersteller vom Zulieferer in Betrieb genommen. Das heißt, dort sind die Mitarbeiter, das Maschinenhersteller vor Ort, richten die Anlage erstmal nach dem Layout exakt aus mit Maschinenwasserwagen. Die Fertigungszellen werden dann mechanisch und elektrisch verbunden und ein abschnittsweiser Betrieb wird vorgenommen. Dort ist ganz, ganz wichtig, dass die ersten Verkettungen mit Bauteilen dann getestet werden. Das ist natürlich, ich fange ganz vorne an und teste mich dann durch. Ich muss auf den Unfallschutz achten. Das heißt, dieser Bereich muss dann immer abgesperrt werden mit Warnschildern, da sich die Anlage dann in einem Probebetrieb befindet. Es dürfen nur
Mitarbeiter dort arbeiten, die unterwiesen sind. Es muss immer ausgewiesen werden, wer ist der Projektleiter, wen kann ich wirklich dann auch erreichen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Es, wie gesagt, es dürfen nur unterwiesene Mitarbeiter dort arbeiten, weil wir natürlich teilweise Schutzeinrichtungen außer Betrieb genommen haben, gerade beim Inbetriebnehmen der Anlagen. Auf mögliche Gefahren muss immer hingewiesen werden. Es macht auch Sinn, die Anlage teilweise mit abzusperren, dass da wirklich gar keiner an die Anlage hinkommt, mit Warnschildern, mit Absperrbändern. Stellen Sie sicher, dass immer nur qualifizierte Betreuung des Maschinenherstellers vor Ort ist, das heißt verschiedenste Gewerke, das heißt Mechaniker, Elektriker, Programmierer, die sich da dann die Anlage in Betrieb nehmen, aber dann auch zum gewissen Zeitpunkt ihre Mitarbeiter, wo dann die Techniker, die Verfahrensingenieure, die Prozessingenieure dann ihre Prozesse Schritt für Schritt in Betrieb nehmen. Kennzeichen die Stolperfallen, Gefahrensituationen, wie gesagt, die Anlage sollte abgesperrt sein. Und achten Sie ganz wichtig auf die Qualität, trennen Sie die Ausprobeteile, kennzeichnen Sie diese und es macht dann Sinn, auch gewisse Bereiche für diese Ausprobeteile zu kennzeichnen auf der Fläche, wo dann wirklich diese ganzen Teile gelagert werden und diese Teile dann auch später entsorgt werden oder zu weiteren Erprobungen und Tests zur Qualitätsabteilung übergeben werden. Wenn die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, kommen wir zur Endabnahme. Dort werden alle offenen Punkte von der Vorabnahme übernommen und abgearbeitet. Dort haben wir auch ein ähnliches Vorgehen wie bei der Vorabnahme. Wir haben einen 8-Stunden-Lauf oder eine 2-Tages-Produktion. Und dort prüfen wir wirklich alle technischen Punkte gemäß Lastenhaft, Pflichtenheft und der offiziellen Bestellung. Das Vorgesehen ist, wie gesagt, ähnlich der Vorabnahme. Wir haben dort auch eine mehrtägige Veranstaltung. Dort müssen wirklich dann final die Maschinenfähigkeiten und die Messmittelfähigkeiten erreicht werden für alle Stationen, für alle Prozesse, für alle Typen. Teilweise fahre ich auch dann unterschiedlichste Prozessparameter für unterschiedliche Varianten oder Ausführungen des Produktes. Dort müssen dann wirklich auch für jedes Produkt, für jedes unterschiedliche Prozessparameter oder Maschineneinstellungen, Maschinenfähigkeiten und Messmittelfähigkeiten erreicht und abgeschlossen werden. Ich prüfe dort nochmal alle Rüstvorgaben, einerseits die Rüstzeit, aber auch die Rüstvorgänge an sich. Passt alles? Habe ich alle Werkzeuge? Passt die Qualität? Es muss eine vollständige Dokumentation angefertigt werden, inklusive Schutzleiter, CE, Maschinenrichtlinien, alle Mechanik, Elektrik, Sicherheits-, Ergonomieabnahmen müssen dort abgeschlossen werden. Was immer mehr jetzt kommt, sind die ganzen Softwareabnahmen, die Datentechnikabnahmen. Das muss hier alles abgeschlossen werden. Das wird alles dann zusammen in ein Abnahmeprotokoll von allen Beteiligten unterschrieben. Und wenn dort dann alle Punkte abgearbeitet wurden bei der OPL und alle Maschinenfähigkeiten, Messmittelfähigkeiten, Rüstvorgaben erfolgreich bestanden sind, kann dann die Maschine freigegeben werden und die Maschine kann an den Betreiber übergeben werden. Und dann kommen wir zum zweiten großen Themengebiet, den Serienbetrieb. Da ist als erstes die interne Freigabe. Das ist gemäß der Firmenvorgabe, wird dort eine Checkliste durchgeführt, die wir auch stellen können. Das heißt, die Checkliste habe ich jetzt mal hier auf der linken Seite aufgeführt. Das sind dann ganz viele Punkte, wo dann wirklich alles nochmal nachgeprüft wird. Das heißt, passt das Layout, passen die Maschinenfähigkeiten, die Messmittelfähigkeiten, die Prozessfähigkeiten, wurde die PFMEA durchgeführt, ist die Softwareabnahme erfolgreich bestanden, Mechanik, Elektrik. Das heißt, alle diese Punkte, das dient eigentlich, diese Checkliste dient als Deckblatt und hinter dieser Liste gibt es dann einen ganzen Stapel an Papieren, die ich dann wirklich überprüfe, wurde alles abgenommen und dann erst kann ich die Maschine freigeben. Genauso, was sehr, sehr wichtig ist, ist die Ergebnisse und das natürlich das Durchführen einer Nullserie. Die Nullserie ist die erste Produktion oder die ersten 300 Teile, die auf dieser Linie produziert werden, unter Serienbedingungen auf den Serienanlagen mit den Serienprüfprozessen, Prozessparametern. Das heißt, das sind wirklich die
ersten 300 Teile, die ich theoretisch verkaufen könnte. Diese Teile werden dann aber zu Analysezwecken oder auch zu weiteren Tests aufgehoben und dort zu Dokumentationszwecken archiviert. Bei Abweichungen kann ich auch erstmal eine temporäre Freigabe erteilen. Dort ist aber dann wichtig, dass ich wirklich festlege, bis wann welche Punkte abgearbeitet werden, von wem diese abgearbeitet werden und das dann eng getrackt werden. Wenn diese interne Freigabe nicht erteilt werden kann, dürfen da auch keine Teile zum Kunden geliefert werden und die Anlage muss dann weiter abgenommen werden und gegebenenfalls die interne Freigabe wiederholt werden. Genauso ist es so, dass dies wieder alles schriftlich zu dokumentieren ist, zu archivieren ist und alle Parteien dort dann unterschreiben müssen. Diese interne Freigabe macht auch Sinn, wenn wir größere Umbauten oder größere Instandhaltung an diesen Anlagen dann später mal absolvieren. Das heißt, dort ist auch bei gewissen Umbauten, gibt es auch gewisse Maschinen, gewisse Kunden, die das dann auch Informationspflicht haben und wo dann der Kunde auch möchte, dass die Anlage nochmal intern abgenommen wird, aber wo auch dann die Kundenfreigabe nochmal notwendig ist. Und dann kommen wir schon zur Kundenfreigabe. Das passiert eigentlich immer zusammen mit dem Kunden. Das heißt, da gibt es meist einen Vor-Ort-Termin, wo dann auch eine 8-Stunden- oder eine 2-Tages-Produktion durchgeführt wird, zusammen mit dem Kunden, wo dann die Anlage vom Kunden nochmal auf Herz und Nieren überprüft wird. Dort müssen natürlich auch dann gewisse Dokumente vorgelegt werden, wie Maschinen- oder Prozessfähigkeiten. Die Anlage wird nochmal auf technische Verfügbarkeit überprüft. Der Kunde prüft ab, ob die Anlage dann auch die gewünschten Stückzahlen produziert, die der Kunde benötigt. Dies erfordert auch einen sehr großen Planungsaufwand, weil natürlich diese Teile dann, die ersten Teile dann auch zu Erprobungen teilweise beim Kunden gehen. Und diese Erprobungen können auch im Einzelfall mehrere Monate dauern, wenn gewisse Dauerläufe mit diesen Teilen durchgeführt werden müssen. Es kann aber auch sein, dass es ein Zulieferteil ist für den Kunden. Das heißt, dort wird das Teil auch mit anderen Baugruppen zusammengefügt und wird dann als eine große Baugruppe getestet. Das heißt, da muss ich auch die Kunden, die Fristen vom Kunden immer mit im Blick haben. Die gefertigten Teile müssen natürlich den Serienzustand entsprechen. Das stelle ich sicher, dass ich davor die interne Freigabe erfolgreich durchgeführt habe. Und wenn dann die Kundenfreigabe erteilt wurde, beginnt der Übergang von der Projektplanungsphase zur operativen Durchführungsphase zum wirklichen Fertigungsbetrieb. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich mehrere Kunden habe, dass ich dann für jeden Kunden eine eigene Kundenfreigabe durchgeführt und ich dann wirklich pro Kundennummer oder pro Kunde die Anlage freigebe und dann erst, wenn ich alle Kundenfreigaben habe, für jeden Kunden diese Produkte auf dieser Linie fertigen darf. Und zuletzt kommen wir dann zum Start of Production, dem SOP, dem Beginn des Serienbetriebes. Daraufhin muss nochmal wirklich darauf geachtet werden, dass alle offenen Punkte der OPL abgearbeitet wurden, dass die interne Freigaben lückenlos vorliegt, dass die Kundenfreigabe lückenlos vorliegt. Und dann haben wir alle drei Pfeile im Ziel, was der Kaufmann vorher schon gesagt hat. Das heißt, die Qualität, die Zeit und die Kosten. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt nochmal den ganzen Verlauf, was wir heute durchgesprochen haben. Das heißt, wir haben mit der Konzeption angefangen, dort das Produktumfeld, die Maschinenlieferanten und das Lastenheft durchgesprochen. Dann hatten wir die Lieferantenauswahl. Als letztes hatten wir den dritten Punkt war die Auftragsabwicklung. Dort sind wir auf die Punkte Bestellung, Konstruktionsdurchsprachen, Vorabnahme, Lieferung, Endabnahme, Inbetriebnahme und Endabnahme aufgegangen. Und der letzte, vierte Punkt war der Serienbetrieb, wo wir auf die interne Freigabe und die Kundenfreigabe eingegangen sind. Hier sind nochmal alle wichtigsten Erfolgsfaktoren von den Punkt 3 und 4. Das heißt, wir brauchen eine offizielle schriftliche Bestellung. Wir brauchen eine erfolgreich bestandene Vor- und Endabnahme, eine erfolgreiche Lieferung und vor allem eine erfolgreiche Inbetriebnahme. Die interne Freigabe muss abgeschlossen dokumentiert sein, sowie die Kundenfreigabe muss von allen Kunden erteilt werden. Und dann kann ich wirklich in den Serienbetrieb und in Start of Production eingehen. Damit bin ich auch mit meiner Präsentation am Ende. Wir werden diese Präsentation im Nachgang dann
versenden. Wir werden auch unser Schulungsangebot dort anhängen. Dort finden Sie nochmal alle Details zu dieser Schulung. Das ist ein Eintagesseminar, wo jetzt das, was wir jetzt in diesen einer Stunde Vortrag vorgestellt haben, dann wirklich nochmal im Detail mit Ihnen durchgehen, verschiedene Übungen machen, uns die ganzen Dokumente im Detail nochmal angucken, in Template zur Verfügung zu stellen und auch mit Ihnen das Ganze durchgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.